immer mindestens einen Repräsentanten, der sein Gewerk, seine Disziplin gegenüber dem BIM-Gesamtkoordinator repräsentiert. Also er stellt diese Teilmodelle zur Verfügung, wenn irgendwie ein Data-Upload ist, lädt die nachher hoch. Der BIM-Gesamtkoordinator spielt diese Teilmodelle zusammen zu einem BIM-Gesamtkoordinationsmodell, führt dann nochmal Rücksprache mit denen, falls irgendwie was nicht passen sollte. Der BIM-Gesamtkoordinator macht diese klassische Kollisionsprüfung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also zum einen diese Hard-Clashes, wo Bauteilelement A mit B verglichen wird, aber auch gegebenenfalls diese Soft-Clashes, eine regelbasierte Prüfung, bei denen ja diverse Funktions Einhaltungen überprüft werden, also Namenskonventionen, Raumnamen, Türnamen, sonst irgendwas, aber auch eben Fluchtweglängen, Brandschutzbestimmungen, alles Mögliche. Das macht der BIM-Gesamtkoordinator. Herzlich willkommen zum BIM-Talk, der Interviewformat für Architekten, die sich für BIM interessieren und genauer erfahren wollen, was sind unsere Herausforderungen auf diesem Weg, welche Vorteile haben wir und einen Austausch mit Architekten und Experten wünschen. Heute in unserem Interview haben wir Dirk Holzmann zu Gast und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dirk, herzlich willkommen. Hallo Joanna, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Und heute sprechen wir über die Rollen in einem BIM-Projekt, über die Aufgabe eines BIM-Koordinators bzw. BIM-Managers. Was bedeutet das genau? Und auch über verschiedene Punkte eines BIM-Projektes, wie bearbeiten wir? Und da ist der Dirk absoluter Experte. Ich freue mich schon sehr, was er uns erzählt. Und ich stelle euch auch in kurz vor, dass wir sehen, was hat er hier schon gemacht. Und ja, heute ist er bei Dresden Sommer und arbeitet an unterschiedlichen Projekten, hat für ein Projekt für Roche angefangen. Und ja, da kann er uns gleich mehr darüber berichten. Er hat Architektur in Stuttgart an der HfD studiert. Und seit über 10 Jahren hat er schon angefangen mit das ganze 3D-Koordination, BIM-Koordination. In unterschiedlichen Büros und Projekten war er, ich nehme hier ein paar Mehrfeldform oder MLC Technologies in Stuttgart oder Heinle Vision Partner in Stuttgart oder Orange Blue Building Solutions. Und ja, heute ist er dann bei Dresden Sommer. Und ja, ich freue mich sehr zu hören, was dich heute beschäftigt und was du dazu machst. Alles klar. Ja, erzähl uns ein bisschen, womit arbeitest du heute? Also aktuell bin ich BIM-Manager für drei, ja, ich sag mal, mittelgroße Projekte. Das sind mittelständische Unternehmen hier im schwäbischen Raum. Einmal in Stuttgart, eins in Albstadt und dann noch ein recht interessantes Projekt in Biberach, für die Hochschule in Biberach. Das ist so eine Art Pilotprojekt. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich als BIM-Manager da hauptverantwortlich bin und die ganzen Rahmenbedingungen selber festlegen darf. Davor war ich eher auf der operativen Seite, zum einen, so wie du gerade eben schon beschrieben hast, in diversen Planerbüros. Also ich habe 2007 mein Diplom gemacht und dann war ich eben in unterschiedlichen Architekturbüros, wo auch immer gesagt wurde, dass wir BIM machen. Da gehe ich danach nochmal später drauf ein. Und meine Hauptaufgabe, als ich dann zu Dresden Sommer gekommen bin, das war letztes Jahr, also 2017 im April, das war dann BIM-Gesamtkoordination für das besagte Projekt in Basel, für die Firma Roche. Und dafür zwei Projekte, ursprünglich erstmal, um den Abgleich zwischen Architektur und Tragwerksplanung zu machen und danach beim zweiten Projekt aber tatsächlich dann die Gesamtkoordination für zwei Gebäude von dem gesamten Projekt. Genau. Okay, sehr, sehr spannend. Und du hattest mir auch geschrieben, dass du auch eine Dozentstelle an der HfD in Stuttgart im Bereich BIM hast. Wie kann ich mir das genau vorstellen? Was machst du mit den Studierenden?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Geschichte. Das war für mich auch eine große Herausforderung oder eine Neuigkeit, weil ich vorher damit noch nie in Berührung war. Witzigerweise eben genau an der Lehrstätte, wo ich auch selbst Architektur studiert habe. Jetzt 10 Jahre später stehe ich dann vorne an der Tafel und soll denen was beibringen. Spannenderweise nicht für die Architekten, leider auch, sondern für einen internationalen Studiengang, der nennt sich International Project Management. Und da gibt es einen separaten Block, der sich nur mit dem Thema BIM beschäftigt, ist nochmal unterteilt in unterschiedliche Bereiche. Und ich habe da den Bereich BIM Practical Examples, nennt er sich, und zeigt da quasi den Studierenden, das ist so eine Gruppe, relativ überschaubar, 40 Leute vielleicht, tatsächlich dann die Umsetzung in der jeweiligen Software. Also wir haben uns da im letzten Semester, das findet nur alle 2 Semester statt, ich habe jetzt tatsächlich nochmal eine Lehrbeauftragung gekriegt, das neue Wintersemester. Und beim letzten Mal war das so, dass ich mit den Navisworks durchgegangen bin, Solibri und tatsächlich so ein paar Basics in Revit auch. Und habe denen dann gezeigt, wie sie von ihrem ursprünglichen Teilmodell das dann zusammenspielen zu Gesamtkoordinationsmodellen, wie sie das dann in eine Kollisionsprüfung reinpacken können, was sie da alles prüfen können. Sowohl in Navisworks diese klassische Kollisionsprüfung, wo sie dann ja, also Elemente oder Fehler finden. Und die dann beurteilen müssen, ob die tatsächlich relevant sind oder nicht, also wo sich 2 Elemente miteinander überschneiden. Als auch die Soft-Clashes, das geht jetzt schon sehr ins Detail, aber ich will es trotzdem kurz ansprechen. Eine regelbasierte Kollisionsprüfung quasi, die dann in Solibri vonstatten geht, wo ich solche Dinge prüfen kann, wie Fluchtweglängen, Namenskonventionen, ob die eingehalten wurden und, und. Also man muss diese beiden Arten der Prüfung der Modelle auf jeden Fall unterscheiden. Und das zeige ich denen, damit die das nicht nur immer in der Theorie hören oder sich irgendwo durchlesen in irgendwelchen Magazinen, sondern dass sie tatsächlich auch mal sehen, wie das in der Praxis funktioniert. Sehr, sehr spannend. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir oder dass mehr Angebot in den Hochschulen gibt zum Thema, dass die Studierenden rauskommen und auch Erfahrungen schon damit gesammelt haben und die Büros auch was beibringen können. Ja, das Erstaunliche ist ja, also sage ich auch aus der praktischen Erfahrung tatsächlich, wenn die Studierenden oder die frischen Absolventen sich bewerben in irgendwelchen Büros, egal ob jetzt bei uns bei Dresden Sommer oder auch in anderen Büros, sehr viele eine Affinität haben und sagen, sie wollen unbedingt irgendwas mit BIM machen, weil sie erkannt haben, das ist die Zukunft und davon spricht jeder und die größeren Projekte gehen ja gar nicht mehr ohne und, und. Aber sie das alle in der Lehre nicht beigebracht bekommen haben. Also ich kenne sehr wenig Absolventen, mich eingeschlossen damals, die irgendwann mal in Berührung waren mit dem Thema BIM. Das hat sich jetzt mittlerweile etwas gebessert. Also es gibt ein paar Hochschulen, die sich darauf tatsächlich auch ja, spezialisiert haben oder zumindest darauf konzentrieren. Aber es ist in meinen Augen, das ist zwar eine subjektive Einschätzung, aber dennoch einfach viel zu wenig. Also dafür, wie gefragt das Thema tatsächlich gerade ist. Und da kommen wir dann auch gleich zu meiner eigenen Philosophie. Für mich ist das jetzt nicht irgendwie ein Trend oder eine Modeerscheinung, sondern ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass das in Zukunft nicht nur sein wird, sondern bereits ist. Dann kann man nicht erwarten, dass die Absolventen von der Hochschule kommen und von heute auf morgen voll drin sind im Thema. Das geht einfach nicht. Und das ist sehr, sehr schade und traurig. Und deshalb bin ich auch ganz froh über solche Kommunikationswege und Medien, wie wir das jetzt gerade nutzen. Hier über einen Podcast zum Beispiel oder so, wo man sich dann über dieses Fachgebiet austauschen kann einfach. Ja, das finde ich auch sehr schön. Danke, dass du auch so engagiert bist und Zeit nimmst und ja, uns hier wertvolle Infos weitergibt. Und du hast mir ein bisschen geschrieben und sagst, du hast deine Leidenschaft im Umgang mit intelligenten virtuellen Gebäudemodellen zu deinem Beruf gemacht. Wann war der Punkt, dass du erkannt hast, dass dir das gefallen hat, dass du eine Begeisterung dafür entdeckt hast? Also für mich war auf jeden Fall ein Hauptargument, warum ich damals überhaupt Architektur angefangen habe zu studieren, war dieser Entstehungsprozess von dieser Idee in deinem Kopf und dann hast du ein leeres Blatt Papier oder ein Graupappe-Modell oder was auch immer.
Und es entsteht tatsächlich ein Entwurf und das wird nach und nach immer konkreter und nachher könntest du dir sogar drin da vorstellen, dass du selber drin einziehst oder so, wenn das jetzt ein Wohngebäude ist zum Beispiel. Und das hat mich schon immer fasziniert und ich habe schon immer sehr, sehr gerne Modelle gebaut, also noch analog mit tatsächlich Pappe, Schere und Holzleim. Und nachher natürlich auch virtuell. Also ich ja, habe sicherlich eine gewisse Computeraffinität und die schon ja, von klein auf eigentlich hat meinen ersten PC schon mit 10 Jahren, was sicherlich ungewöhnlich war. Die meisten bei uns hatten dann irgendwelche Amigas oder Ataris oder so. Ich war schon immer mit dem PC unterwegs und ja, das war eigentlich nur eine logische Konsequenz. Weil ich schon immer das gemocht habe, damit irgendwie am Anfang tatsächlich zu spielen, also mich spielerisch dem zu nähern. Und als ich dann nachher erkannt habe, das dann tatsächlich sehr spät leider erst, was es für einen Mehrwert auch bringen kann, also ja, in der Lehre quasi, also während meines Studiums war das so, das höchste der Gefühle waren irgendwelche Schnitte und Ansichten, die man daraus generieren konnte. Und damit war diese 3D-Koordination, sage ich jetzt mal, oder generell dieses Werkzeug des 3D-Modellierens eigentlich schon erledigt. Und nachher erst im Berufsleben, also meine erste berufliche Station war ja in Berlin, bei Leon Wohlhage-Wernick Architekten. Und da wurde ich tatsächlich sehr geprägt, weil einer der Gründungsväter von Building Smart einer meiner Chefs war, der Sigi Wernick, und ich da eben gesehen und gelernt habe, wie man dieses 3D-Modell nutzen kann, um tatsächlich Mengen zu ermitteln, um eine Ausschreibung zu generieren, um Türlisten zu erstellen, die auch zu pflegen und, und. Und das fand ich super spannend. Und als ich das dann gesehen habe, da war es für mich dann, als ich wieder nach Stuttgart zurückgekommen bin, sehr enttäuschend, weil alle Welt auf mich zukam und mir erzählen wollte, dass es quasi noch nicht geht, dass wir noch nicht so weit sind, dass es technisch alles noch nicht ausgereift ist, dass wir mindestens noch 5 bis 10 Jahre brauchen und, und. Und ich hatte es ja schon erlebt, also ich wusste ja, dass es tatsächlich geht. Und ja, wie gesagt, das war enttäuschend. Und leider musste ich mir die Argumente heute teilweise noch anhören, aber glücklicherweise bin ich mittlerweile in einer anderen Position, wo ich die vielleicht eher davon überzeugen kann. Dieses Standing hatte ich damals noch nicht. Aber jetzt mittlerweile kann ich ein paar Referenzprojekte vorweisen oder nachweisen und das belegen, dass es tatsächlich funktioniert und dass es nicht nur hohle Theorie ist oder irgendein Hirngespinst, wie es oftmals abgetan wird. Das, Ja. ja, das ist sehr spannend, was du erzählst, weil das sind genau die Punkte, die wir heute noch hören, dass die meisten Architekten noch in 2D arbeiten und sich diesen nächsten Schritt, sage ich mal, nicht wagen, allein mit Informationen, automatischer Auswertung, weil wir sagen, oder ich höre sehr oft, das Ganze funktioniert noch nicht. Und ja, können wir nachher nochmal das Thema eingehen, aber Ja. es ist auf jeden Fall ja, spannend, dass du dann schon vor 10 Jahren das Ganze gemacht hast. Und bis heute gibt es noch sehr viele, die den Weg noch nicht oder noch nicht mal auf dem Weg sind. Und deshalb ist es umso spannender, dass du deine Erfahrungen hier mitteilst. Und ja, ich glaube, jeder hat so ein bisschen eine andere Definition von BIM. Was ist so deine ganz persönliche Definition? Was bedeutet BIM für dich? Ja, also wie ich gerade eben schon gesagt habe, bin ich da sehr geprägt von einem meiner Ziehväter in dem Bereich, von dem Sigi Wernick. Und er sagt das eigentlich bei nahezu jedem Vortrag. Also dieses BIM, was in Wirklichkeit als Abkürzung für Building Information Modeling steht. Bei dem I sind wir uns relativ alle, oder sind wir uns alle einig, dass es für Information steht, aber bei dem M für Modeling. Das ist halt nur die halbe Wahrheit. Also dieses Modell wird zwar benötigt, um BIM zu praktizieren, aber das M ist eigentlich vielmehr ein Management, also eine Koordination, die damit stattfindet. Und für mich ist der wesentliche Mehrwert von BIM tatsächlich diese Verbindung von einem virtuellen Gebäudemodell mit diesen ganzen Metainformationen, die ich in einer Datenbank hoste, wie auch immer, gibt es diverse Möglichkeiten. Und also, dass ich nicht nur wir sagen immer, ein blödes Gebäudemodell habe oder ein blödes 3D-Modell, eine leere Hülle, sondern tatsächlich ein 3D-Modell mit Informationen füttern kann, die für mich vom Bauablauf und von dem Prozess einfach sehr wichtig sind, mit denen man viel machen kann, viele Listen erstellen kann, sich austauschen kann mit Fachplanern.
den Bauherrn überzeugen kann, wie der aktuelle Stand ist und. Das ist tatsächlich ein wesentlicher Mehrwert von BIM. Dieses 3D-Modellieren und so, das haben tatsächlich viele Büros auch schon, auch wenn es immer noch zu wenig sind, da gebe ich dir völlig recht, da habe ich letztens auch eine interessante Statistik gelesen, das waren, glaube ich, 12% aller Büros in Deutschland oder so, dass die überhaupt in 3D modellieren und davon nur ein Bruchteil wiederum BIM-Projekte macht. Was ich sehr erschreckend finde, weil für mich ist es mein tagtägliches Umfeld einfach. Aber andererseits auch wieder nachvollziehbar, wenn man überlegt, wie viele kleine Architekturbüros von energetischer Sanierung sich über Wasser halten, dann die werden nicht unbedingt zwingend ein BIM-Modell aufbauen. Aber glücklicherweise gibt es auch kleine Büros, die für sich schon erkannt haben, dass es auch für sie einfach ein deutlicher Mehrwert ist, diese BIM-Modelle aufzubauen und mit dieser Methodik letztendlich zu arbeiten und dass es nicht immer eine Frage des Geldes und der Größe ist. Also ich bin ganz klarer Verfechter davon, man soll das einfach machen. Also ja. Es ist noch nicht komplett ausgereift und klar, es gibt viele Punkte, wo noch teilweise noch nicht mal Lösungen da sind oder Lösungsansätze, aber das macht es auch spannend, finde ich. Das ist auch eine Chance, weil man das auch mitbestimmen kann, mitbeeinflussen kann von Anfang an. Und wenn wir ganz ehrlich zu uns sind und die konventionelle Planung angucken, wie wir bisher geplant haben oder viele nach wie vor planen, da ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, sage ich mal. Also da gibt es auch viele Probleme, viele Redundanzen und etliche von diesen Problemen, die tagtäglich sind in vielen Büros, lassen sich ausräumen mit der BIM-Methodik, meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach tatsächlich. Mhm. Ja, das ist sehr spannend. Wenn wir bei diesen Vorteilen erstmal bleiben, was würdest du sagen, was ist der größte Vorteil von einem Architekten, wenn er ein Projekt statt der konventionellen Planung in BIM plant? Was hat er als Mehrwert davon? Also zum einen hat er natürlich diese ganzen Vorteile, die 3D-Planung schon mit sich bringen, also dass er sich an jeder x-beliebigen Stelle einen Schnitt generieren kann, Grundrisse aus dem jeweiligen Modell dementsprechend generiert werden, dass die nicht, klar, er hat den ganz normalen Grundriss auf einer Schnitthöhe von einem Meter, sage ich mal, oder so, aber wenn ihn irgendwie eine andere Höhe interessiert, weil er irgendeine Installationsebene hat oder so, dann dupliziert er sich einfach den Schnitt und passt den Arbeitsbereich an und hat den automatisch generiert aus dem Modell. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Das hat aber noch nichts direkt mit BIM zu tun. Der wesentliche Vorteil bei BIM, meiner Meinung nach, ist diese Kollaboration in Echtzeit. Also ich habe eine zentrale Quelle, wo das Modell ist. Ich muss nicht irgendwie immer überprüfen, ob wir mit dem gleichen aktuellen Stand arbeiten, sondern es haben alle diesen einen Stand. Ich kann mir das Modell angucken, egal aus welcher Perspektive, von welcher Fachplanerseite, Bauherrnseite, BIM-Gesamtkoordinatorenseite, wie auch immer, kann meine Anmerkung dazu abgeben, mein Gegenüber kann darauf reagieren und es findet so ein Informationsaustausch letztendlich statt und man kann sehr viele Fehler, die sonst erst auf der Baustelle auftreten würden oder die man da finden würde, bereits im Vorfeld, vielleicht noch nicht lösen, aber zumindest mal besprechen. Ich kann schon mal die Anmerkung machen, hey, da ist noch ein Punkt, den müssen wir uns später in Leistungsphase 4 oder 5 oder sowas nochmal genauer angucken. Und dieser Informationsaustausch und dass das eben auch dokumentiert ist, also ich kann jetzt auch über eine Suche oder was auch immer auf dieser Kollaborationsplattform nach bestimmten Stichworten suchen. Wir kennen das alle von früher, wenn ich diese klassischen Protokolle hatte und dann durch die einzelnen Dokumente irgendwie durchsuchen musste oder ich habe mir den Plan rausgenommen, habe mir irgendeine Stelle angestrichen. Das nachher zu finden, diese Information, ist sehr, sehr schwierig. Wenn ich das wirklich zentral, man spricht in der Szene von der Single Source of Truth, und wenn ich dieses zentrale Modell tatsächlich habe und alle mit diesem arbeiten, dann ist es ein erheblicher Mehrwert. Also auch für das Büro selbst schon, gar nicht mal nur für das Projekt, sondern für jedes Büro selbst, von der Qualitätssicherung schon alleine. Mhm. Und ja. Was sind so Herausforderungen, die auf den Weg kommen? Sehr viele. Also, aber die Hauptherausforderung ist tatsächlich am Anfang des Projektes die Sensibilisierung der einzelnen Planungsbeteiligten, meiner Meinung nach. Weil ja, gerade dadurch, dass das jetzt so publik ist und jeder irgendwie BIM machen möchte, den Leuten ist in der Regel gar nicht klar, was sie tatsächlich wollen. Also am Anfang, wenn wir uns mit dem Bauherrn an einen Tisch setzen und nachher dann auch mit den Planern und besprechen, wie können wir jetzt die Methodik BIM bei euch in dem Projekt spezifisch
implementieren, dann sind die Augen immer ganz groß und man guckt sich erstmal an und überlegt, so, ja, was wollen wir denn überhaupt erreichen mit dem BIM? Also für viele, die haben den Ansatz oder den Anspruch, die sagen, ja, wir machen BIM, weil wir wollen jetzt 20% der Kosten einsparen. Einfach pauschal. Das höre ich sehr, sehr oft. Es wird ja auch so verkauft tatsächlich draußen auf dem freien Markt von diversen Softwareherstellern und auch von Kollegen meinerseits, die als BIM-Gesamtkoordinatoren oder BIM-Manager unterwegs sind. Das halte ich für sehr gefährlich, weil man muss es immer individuell für das jeweilige Projekt betrachtet ansehen. Also auch wenn es der gleiche Auftraggeber ist, aber ein anderes Projekt von ihm, heißt es nicht, dass ich die gleichen Rahmenbedingungen habe und dass ich auch die gleichen effektiven Ergebnisse nachher erwirtschaften kann wie in dem anderen Projekt. Das ist immer, es hängt davon ab, in welche Leistungsphase steige ich ein mit BIM. Es hängt davon ab, wie fit sind meine Leute. Habe ich bereits ein geschultes Team? Sind die schon eingespielt mit den Fachplanern? Selbst wenn sie noch nicht mit der BIM-Methodik zusammengearbeitet haben, aber haben sie schon andere Projekte zusammen abgewickelt und so weiter. Da gibt es ganz viele Rahmenbedingungen und Faktoren, die das Ergebnis letztendlich beeinflussen. Und ich sehe da die größte Herausforderung, diese Sensibilisierung am Anfang erstmal abzuklären, was wollen wir erreichen, was kann jeder dazu beitragen und wie setzen wir das nachher letztendlich um. Das ist meine tägliche Erfahrung und leider nach wie vor bestätigt sich das, dass sich das auch nicht so richtig bessert. Das bessert sich nachher beim zweiten oder dritten Projekt mit den gleichen Leuten. Da muss ich nicht wieder bei Adam und Eva anfangen, aber beim ersten Projekt, und es ist für viele ein Pilotprojekt, da muss ich mir einfach auch die Zeit nehmen und die Geduld haben und auf die jeweiligen Planungsbeteiligten eingehen, meiner Meinung nach. Ja. Okay, spannend, ja. Da kommen wir auch so ein bisschen in das Thema, was wir hier besprechen wollen, und zwar in einem BIM-Projekt. Was haben wir da für unterschiedliche Rollen? wir hören ganz viel und ich glaube, es ist für viele so ein riesen Fragezeichen. Es gibt der BIM-Koordinator, der BIM-Gesamtkoordinator, der BIM-Manager. Was sind diese unterschiedlichen Rollen und welche Aufgabe übernimmt jeder? Das ist ein super spannendes Thema, meiner Meinung nach. Also da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Ich wollte dich vorhin am Anfang auch schon korrigieren, weil du sagtest, dass ich BIM-Koordinator bin. Ich war BIM-Gesamtkoordinator und ich bin jetzt BIM-Manager. Jetzt zu der Rollenverteilung. Ich fange mal ganz oben an. Also wir haben sogar noch eine zusätzliche Rolle bei uns bei Dresden Sommer und das wird bei anderen Unternehmen auch so gehandhabt. Es gibt noch ein Projektinformationsmanager nennt er sich. Das ist mein BIM-Ansprechpartner auf Bauherrenseite. Also der kommt gar nicht von uns, von der Projektsteuerung, sondern der kommt tatsächlich vom Bauherrn selbst. Und der versucht, die Interessen des Auftraggebers letztendlich zu vertreten. Dann habe ich auf der anderen Seite jetzt die Position, die ich jetzt gerade einnehme, dem BIM-Manager. Der ist dafür verantwortlich, diese ganzen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese Ziele, die der Auftraggeber vorgibt, die nennen sich auch AIA, also Auftraggeberinformationsanforderungen, um diese einhalten zu können. Also um diese erstmal aufs Papier zu bringen, sich die Ziele anzuhören und zu überlegen, was bedeutet das für uns in dem Projekt, was müssen wir für Rahmenbedingungen schaffen, um diese Ziele zu erreichen. Und dann dem gegenübergestellt, das kann auf gleicher Seite sein, also könnte jetzt bei uns in dem Fall Projektsteuerung sein, kann aber auch bei einem der Fachplaner sein, was wir auch in diversen Projektsetups bei uns so praktizieren, ist der BIM-Gesamtkoordinator. Der BIM-Gesamtkoordinator ist letztendlich ein Mittelsmann zwischen dem BIM-Manager, der die Rahmenbedingungen geschaffen hat, und den übrig bleibenden Fachplanern und deren Repräsentanten, die dann wiederum die BIM-Koordinatoren sind. Also ich habe von jedem Fachplaner, von der Haustechnik, vom Elektrofachplaner, von dem Tragwerksplaner, von dem Architekten und gegebenenfalls noch von anderen Fachplanern immer mindestens einen Repräsentanten, der sein Gewerk, seine Disziplin gegenüber dem BIM-Gesamtkoordinator repräsentiert. Also er stellt diese Teilmodelle zur Verfügung, wenn irgendwie ein Data-Upload ist, lädt die nachher hoch. Der BIM-Gesamtkoordinator spielt diese Teilmodelle zusammen zu einem BIM-Gesamtkoordinationsmodell.
Führt dann nochmal Rücksprache mit denen, falls irgendwie was nicht passen sollte. Der BIM-Gesamtkoordinator macht diese klassische Kollisionsprüfung, die ich vorhin schon angesprochen habe. Also zum einen diese Hard-Clashes, wo Bauteilelement A mit B verglichen wird, aber auch gegebenenfalls diese Soft-Clashes, eine regelbasierte Prüfung, bei denen ja, diverse Funktions Einhaltungen überprüft werden, also Namenskonventionen, Raumnamen, Türnamen, sonst irgendwas, aber auch eben Fluchtweglängen, Brandschutzbestimmungen, alles Mögliche. Das macht der BIM-Gesamtkoordinator. Mhm. Und dem übergeordnet, also ne, das ist ja schon eine regelmäßig stattfindende Qualitätssicherung, macht das der BIM-Manager aber auch nochmal. Also der BIM-Manager macht es zu bestimmten Meilensteinen während des Projektablaufes, in der Regel Leistungsphase 3, Mitte und Ende, Leistungsphase 5, ja, so circa nach einem Drittel der Leistungsphase 5, zwei Drittel der Leistungsphase 5 und am Ende der Leistungsphase 5, weil da wird es dann richtig spannend von den ganzen Informationen, die auch beinhaltet sind. Und dann auf jeden Fall, wenn beauftragt, nochmal in Leistungsphase 8. Das sind die Mindestanforderungen an Meilensteinen, wo auch der BIM-Manager auf jeden Fall eine Qualitätsprüfung macht. Mhm. Aber im tagtäglichen Doing sieht es eigentlich so aus, wenn ich einen Prüfbericht bekomme als BIM-Manager von meinem Gesamtkoordinator, dann gucke ich mir den an, ich gucke mir auch das Modell an, ich gebe meinen Input nochmal dazu ab. Wenn meine, ja, wenn meine Meinung gefragt ist oder was, dann werde ich auch gefragt, ob ich zu der Koordinationssitzung dazukommen möchte oder so. Also das sollte ein Miteinander sein einfach. Also auch der BIM-Abwicklungsplan zum Beispiel, der BAP oder im Englischen der BIM-Execution Plan, der BEP, der von dem BIM-Manager erstellt wird, auch der sollte meiner Meinung nach nicht von diesem alleine erstellt werden, sondern immer in Abstimmung mit den Fachplanern und mit dem BIM-Gesamtkoordinator mindestens, weil die ja das genaue Setup kennen, sie wissen, mit welcher Software sie arbeiten und. Und da kann man im Vorfeld schon viele Fragezeichen vielleicht lösen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Ja, das ist... ja, auch interessant der Punkt, wer übernimmt die Rolle. Also so wie ich gehört habe, der BIM-Koordinator, wir haben mehrere BIM-Koordinator in einem Projekt. Ja. Also der Architekt wird dann auch einen BIM-Koordinator haben oder zur Verfügung stellen, die Fachplaner auch. Und dann, wer übernimmt aber diese, ich sehe da als wichtigere Rolle des BIM-Gesamtkoordinators oder auch des BIM-Managers. Kann das der Architekt sein oder ein Fachplaner oder sollte es lieber eine externe Person sein? Das ist jetzt natürlich eine subjektive Einschätzung meinerseits. Also der Manager, ja, der kann sowohl extern sein, er sollte auf jeden Fall extern sein. Also beim Manager bin ich mir relativ sicher, dass man sich ein externes Büro reinholen sollte, weil der einfach neutral ist und keine Vorteile oder Nachteile hat, indem er irgendwas da reinschreibt, was den anderen schaden würde, sag ich mal. Also er ist ein neutraler Beobachter und er hat immer im Fokus das Projekt, also dass das Projekt vernünftig läuft und nachher auch vernünftig abgeschlossen werden kann. Das ist sein Hauptfokus. Und dementsprechend neutral sollte er auch die Dokumente erstellen und auch die Zusammenarbeit mit den restlichen, mit dem Gesamtkoordinator dementsprechend oder mit dem Auftraggeber auch erfolgen einfach. Der BIM-Gesamtkoordinator hingegen, da bin ich immer wieder verwundert. Also ich verstehe aus Architektensicht, da ich selber lange Zeit Architekt war oder bin immer noch Architekt, aber ich arbeite nicht mehr im Architekturbüro, der ist sehr oft beim Fachplaner angesiedelt. Also der kann durchaus beim Architekten sein oder beim Tragwerksplaner oder wo auch immer. Ist auf der einen Seite gut und richtig, weil klar, es hat einen wirtschaftlichen Aspekt, dass der Architekt sagt, hey, wir modellieren das Ding ja sowieso schon und wir haben die Hauptverantwortung. Es kommt auch auf die Vertragskonstellation an. Also wenn du als Generalplaner beauftragt bist, als Architekt und sowieso schon den Kopf hinhältst, weil du ja auch die Verantwortung übernimmst für alle Planer, die über dich laufen, dann macht es natürlich schon Sinn, dass du so eine zentrale Position auch bei dir selbst belässt und einfach sagst, okay, ich will das steuern. Von Auftraggeberseite her, ja, würde ich sagen, auch da hätte ich lieber eine neutrale Person, weil, wenn es eine Einzelvergabe ist vor allem, dann möchte ich ja
Also ich möchte kein subjektives Ergebnis haben bei so einer Qualitätssicherung oder Kollisionsprüfung oder sonst irgendwas. Es ist, glaube ich, absolut legitim. Angenommen, ich bin jetzt Architekt, das soll jetzt keine Unterstellung sein, aber es ist, wie gesagt, legitim. Also wenn ich Architekt bin und ich mache eine Kollisionsprüfung und ich finde 500 Fehler, dann werde ich vielleicht nicht alle 500 Fehler zur nächsten Koordinationssitzung mitbringen, weil ich mir denke so, oh ja, okay, da schneide ich mir ins eigene Fleisch. Also auf der einen Seite richtig und auch verständlich, auf der anderen Seite für den Auftraggeber vielleicht dann nicht unbedingt das objektivste Bild. Mhm. Also muss man sich selbst überlegen, kann man auch nicht so pauschal entscheiden, aber ist auf jeden Fall eine wichtige Entscheidung, wo man sich Gedanken drüber machen muss, auch von Auftraggeberseite. Ja, verstehe ich. Das ist auch ein weiterer interessanter Punkt, was das schon gleich anspricht. Diese Kollisionsprüfung beziehungsweise das Fehlerfinden. Also wir bearbeiten ein Projekt und das ist eine Entwicklung, das ist nicht von Anfang an alles fertig, weil sonst müssten wir auch nicht planen. Wichtige Punkte. Und viele Architekten machen sich Sorgen, weil sie sagen, ja, wenn ich eine konventionelle Planung in 2D, da könnte ich alles so hin verstecken, wie ich konnte, da wo wir noch nicht so weit waren, wo wir noch keine Lösung dafür hatten oder wo wirklich Probleme sind. Und mit einer BIM-Planung haben wir diese hohe Transparenz für ein Projekt. Jede Ecke ist schon von Anfang an sichtbar. Wie gehen wir mit diesem Punkt um? Sowohl zwischen den Fachplanern und Architekt als auch gegenüber dem Bauherrn. Wie ist diese Sensibilisierung für das, was wir noch nicht so detailliert geplant haben oder wofür wir noch keine Lösung haben? Ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also gerade bei dieser Sensibilisierungsgeschichte, die ich vorhin angesprochen habe, wenn ich da mit dem Bauherrn vor allem dann auch unterwegs bin, einfach dieses Verständnis zu schärfen, dass das, was er sieht im 3D-Modell, nicht automatisch immer dem Ergebnis entsprechen muss, sondern dass es auch eine abstrahierte Art und Weise der Darstellung ist. Ich muss in Leistungsphase 2 nach wie vor nicht wissen, wo meine Steckdosen in dem Raum liegen, zum Beispiel. Es ist aber nicht schlecht, wenn ich weiß, dass jeder Raum mindestens 4 Steckdosen hat. So. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass man eben dieses Fingerspitzengefühl auch auf Bauherrnseite da schärft und sagt, auch wenn wir noch nicht wissen, wo die Steckdosen sind, sei froh, dass du zu dem Zeitpunkt weißt, dass überhaupt schon was da ist. Also die genaue Detaillierung, auch wie die aussehen, ob da ein Schalter dran ist, ob ein Türgriff oder ein Türknauf, lauter solche Geschichten. Das muss ich in den frühen Leistungsphasen noch nicht geklärt haben. Aber wichtig ist, dass ich geklärt habe, dass ein Griff oder ein Knauf dran ist, damit die Tür aufgeht. Sage ich jetzt mal so grob zusammengefasst einfach. Mhm. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also es gibt in der BIM-Welt spricht man von LOI, Level of Information und Level of Geometry, also LOG. Und die müssen nicht immer den gleichen Stand haben. Also ich kann als konkretes Beispiel, wenn ich jetzt eine Elektro-Trasse habe oder was auch immer, muss ich noch nicht wissen, wie die aussieht, von welchem Hersteller die ist, wo die abknickt, was auch immer. Aber es ist sehr hilfreich, wenn ich einen Platzhalter in meinem Flur habe, wo ich weiß, okay, da kommt nachher noch eine Trasse rein. Sie wird circa 80 cm breit sein und sie wird circa die und die Höhe oder mindestens die und die Höhe benötigen in meinem Installationsraum zwischen Abhangdecke und Rohdecke, weil nicht nur ich als Planer, sondern auch der Gesamtkoordinator oder der Bauherr viele Dinge dann schon mal sieht, die er vielleicht einfach nicht berücksichtigt hat, weil er das als selbstverständlich angesehen hat oder weil einfach normalerweise nicht drüber gesprochen wurde und es immer erst auf der Baustelle geklärt wurde oder. Und deshalb bin ich nach wie vor, trotz dieser Gefahr, die du gerade eben angesprochen hast, felsenfest davon überzeugt, dass es gut ist, je früher, desto besser, zum einen anzufangen, überhaupt mit BIM, und auch die Informationen, die man hat, auch wenn das nicht die endgültigen Informationen sind, die in das Modell zu übertragen. Mhm. Also mit Platzhaltern gegebenenfalls zu arbeiten, aber einfach zu sagen, hey, pass auf, wir haben da einen Punkt, da müssen wir später reden. Also wir kennen das alle aus der konventionellen Planung. Wenn du, oder im Studium war das bei mir extrem so,
wenn du einen Schnitt gelegt hast durch dein Gebäude, dann hast du immer geguckt, dass du den nicht an einer unbequemen Stelle gelegt hast, sondern durch das Treppenauge oder wo auch immer irgendwo geschnitten hast, wo du dich nicht vom Professor leicht entlarven lassen konntest, wegen Handlauf oder was auch immer. Und andere Architekten legen die Ansicht, wenn sie nicht oder wenn sie wissen, dass das Lüftungsgitter von der Küche oder von der Mensa, die irgendwie geplant ist, dass das ein unschönes Bild in der Fassadenabwicklung erstellen würde, dann stellen sie halt einen Baum davor oder so. Das ist schön und gut, aber das hilft uns einfach kein Deut weiter, weil es suggeriert einfach ein Bild beim Bauherrn oder beim Betrachter des jeweiligen Planes, wo man denkt, okay, es ist alles in Ordnung. Und nachher steht man auf der Baustelle und die Aussparung ist in der Wand drin und alle stehen drumherum und sagen, oh Gott, so groß ist das? Nee, das haben wir uns, also wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir das irgendwie anders geplant. Mhm. Und deshalb bin ich klar, weil ich sag mal so, wenn es im Plan oder im Modell nicht gut aussieht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nachher in Realität gut aussieht, ohne dass jetzt irgendwie nochmal eine Verblendung oder irgendwas davor kommt, relativ gering. Also dann lass uns doch so früh wie möglich einfach darüber reden und versuchen, eine Kompromisslösung oder irgendwas für das Problem zu finden. In der Regel, sagt meine Erfahrung, ist es gar kein Problem, sondern es wird erst immer dann zum Problem, wenn man eben nicht drüber spricht und dann auf einmal platzt die Bombe und jeder sagt, oh Gott, so sieht es aus, um Himmels Willen, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich mich anders entschieden. Und das ist halt schwierig. Und das ist aber auch eine Riesenchance von BIM einfach, dass man eben genau solche neuralgischen Punkte, solche, nehmen wir Ausfädelung von Aufzügen, wenn die Fachplaner ihre ganze oder Haustechnik in den Schächten geplant haben und noch nicht wissen, wie sie in den Raum XY anbinden sollen, im Modell, auch wenn die Lösung noch nicht da ist, aber im Modell kann ich da relativ früh drüber reden. Also ich habe das in nahezu jedem Projekt bis jetzt so erlebt, dass ganz viele Installationsanlagen in den Schächten waren und man nachher sich gefragt hat, Moment mal, aber wie kommen wir denn jetzt mit der Abluft, Zuluft überhaupt von dem Schacht darüber zu dem Raum? Da hat sich einfach keiner drüber Gedanken gemacht. Und wenn ich da nicht drüber rede, dann sehe ich das einfach erst viel zu spät. Und dann ist es ein erheblicher Mehraufwand, den ich betreiben muss, um da noch eine Lösung zu finden nachher. Ja, ja. Das ist meine Meinung und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. ja, es ist super, dass diese Chance da ist, dass wir frühzeitig auf Probleme zugehen können. Ich glaube, es geht dann schlussendlich um das Ergebnis. Also wir sind Architekten, wir sind Planern, wir stehen auch schlussendlich dafür, für das Ergebnis zum Schluss. Das ist auch, was der Bauherr, sag ich mal, auch so wichtig ist, der Nutzer. Und das ist auch, was auch sehr lang dann halten soll und da stehen wird. Und wenn wir frühzeitig das Ganze erkennen können, verbessern können, das ist wirklich ein riesen Mehrwert. Ja, sehe ich auch so. Und was ist denn, ja, so wie ich bei dir höre, ist so, dass die Kommunikation dann auch eine sehr wichtige Rolle spielt. Ich höre oft, das Ganze wird automatisiert, die Arbeit wird ein bisschen so von den Menschen, von den Architekten abgenommen. Muss ich da noch überhaupt als Architekt so viel denken? Übernimmt die Maschine komplett die Arbeit für mich? Ja. Und ich höre eher bei dir, dass es genau das Gegenteil ist. Also, dass dieses menschliche Miteinander, dass die Kommunikation noch wichtiger wird in dem Projekt. Auf jeden Fall. Also da bin ich absolut davon überzeugt und zeigt auch meine Erfahrung, dass die Kommunikation nimmt zu, also der Erfahrungsaustausch tatsächlich nimmt zu. Aber das Problem ist genau das, was du vorhin angesprochen hast. Also wenn es gibt natürlich viele Skeptiker und diese Skeptiker sind in der Regel charakterlich auch so gestrickt, dass sie einfach sagen, das ist meine Information, die behalte ich für mich und die will ich nicht nach außen geben. Mhm. Sei es ein Konkurrenzgedanke oder ja eben einfach ein charakterliches Defizit oder was auch immer. Die BIM-Methodik funktioniert so aber nicht. Punkt. Kann man ganz klar sagen. Also die BIM-Methodik funktioniert nur, wenn ich mich darauf einlasse, ein Geben und Nehmen. Also wenn ich bereit bin, Informationen zu geben, dann erhalte ich auch dementsprechende Informationen und wir füttern alle zusammen eben dieses eine zentrale Modell
Und das wächst und nach und bekommt auch immer mehr Informationen. Also je detaillierter der Detaillierungsgrad von dem Gebäudemodell ist oder je weiter vorangeschritten die Leistungsphase ist, desto mehr Informationen sollten auch in dem Modell sein. Also die Wände haben am Anfang zum Beispiel sicherlich in Leistungsphasen 2 zum Beispiel noch keine Brandschutzanforderungen oder sowas. Aber ich habe nachher die Möglichkeit, und das ist auch ein Irrtum, den ich hiermit ausräumen möchte, dass mir ein Brandschutzgutachter oder wer auch immer, das Modell mit seinen Informationen, die notwendig sind oder die erforderlich sind, auch nachher für die Baugenehmigung, füttern kann. Und das muss er eben nicht tun, das ist mir wichtig, das noch zu erwähnen, indem er selber zum Beispiel im Revit oder Archicad oder Vectorworks-Modell oder wo auch immer die Wand damit mit Informationen füttert. Also das geht, aber das muss nicht der Weg sein, sondern das kann er eben auch über die Datenbank machen. Also ich habe die Möglichkeit, unterschiedliche Planungsbeteiligte anhand dieser Datenbank trotzdem an dem Prozess und an dem Projekt partizipieren zu lassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das haben viele Leute nicht verstanden. Weil viele Leute wehren sich dagegen oder für die ist BIM dann ein No-Go oder ein Ausschlusskriterium, weil sie am Anfang sagen, ja, wir als Bauphysiker, wir haben ja kein 3D-Modell. Wir wollen das auch nicht bauen und das ist für uns ein erheblicher Mehraufwand. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Dass er aber indirekt trotzdem was dazu zu tun haben könnte, indem er zum Beispiel den Architekten und seine Fenster mit U-Werten versorgt oder so, wie er die dann in dem Fenster eingibt und dann dementsprechend eine Analyse machen kann zum Beispiel oder eine Berechnung oder so, das bleibt dann leider meistens außen vor. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil jeder, und ich meine tatsächlich jeder, kann seinen Teil zu diesem BIM-Modell beitragen und seinen effektiven Teil, also seinen produktiven Teil, sage ich. Genau. Und das ist wichtig, ja. Ja, und das geht dann oft dann nicht darum, eben wie im Beispiel vorhin, die Steckdose in der Leistungsphase 2 zu modellieren, aber auf eine gewisse Art und Weise zu sagen, dieser Raum, da wissen wir schon, das kommt vielleicht, weiß ich nicht, die und die Geräte rein, die brauchen dann, haben die und die Anforderungen. Genau. Und das beeinflusst dann die komplette Planung, die nach vorne kommt, weil je mehr Informationen wir gesammelt haben, desto alle besser planen können. Und das ist dieses, eigentlich wäre meine nächste Frage, was ist für dich am wichtigsten für eine gute Zusammenarbeit zwischen alle Planern? Und ich glaube, das hast du vielleicht schon auch ein bisschen geantwortet, dass diese Zusammenarbeit oder das Miteinanderspielen so eine wichtige Rolle spielt. Ja. Oder hast du noch einen Punkt hinzufügen? Nee, ich möchte es nur ergänzen. Also ja, ist für mich das A und O. Und auch eine persönliche Erfahrung, also auch in BIM-Projekten, wo es teilweise nicht so gut lief und erhebliche Probleme aufgetreten sind, aus welchen Gründen auch immer, Kosten, Termine, Unkooperation, sag ich mal, der Planer oder sonst irgendwas, was tatsächlich immer funktioniert hat und was ein deutlicher Mehrwert war und wo alle Leute dann nachher auch am Schluss so gesehen haben, sind diese Kollaborationsplattformen, also dieser rege Informationsaustausch, dass ich eben nicht eine Woche warten muss oder 2 Wochen warten muss bis zur nächsten Koordinationssitzung oder so, sondern dass ich mir das Modell angucke, irgendwelche Bemerkungen da abgebe, im Idealfall noch eine Zuständigkeit vergebe oder einen Status-Level, wo ich sage, so ist sehr wichtig, bitte direkt bearbeiten oder so. Der Fachplaner XY einen Blick drauf werfen kann, seine Meinung dazu sagen kann, tut mir leid, aber ist nicht in meinem Zuständigkeitsbereich, musst du mit dem anderen klären. Dass diese Regel Informationsaustausch oder diese Kollaboration, also diese Kommunikationszunahme, dass das sehr gut funktioniert hat. Und das bringt letztendlich das Projekt auch auf jeden Fall weiter. Und gerade dann, wenn du mit Planern zu tun hast, mit denen du schon Projekte abgewickelt hast, da potenziert sich das extrem nach oben, weil du musst halt nicht mehr diese ganze Überzeugungsarbeit leisten, sondern die wissen schon, was sie von diesen ganzen Tools zu erwarten haben oder von der Methodik an sich. Und starten schon auf einem ganz anderen Level. Und das ist dann auch für den Bauherrn und für die Kosten und so weiter, ist das natürlich ein Vorteil. Also vormachen, ja. Und andersrum gefragt, genau das Gegenteil, was ist der eine oder andere Punkt, was du sagst, da kann diese Kommunikation, das Zusammenspiel im Team deutlich verschlechtern?
Durch die BIM-Methodik jetzt? Nee, allgemein. Also was könnte passieren, nicht durch die BIM-Methodik, aber was könnte in so einer Arbeit passieren, was du sagst, das wäre nicht gut? Also ein ganz großes Problem, das habe ich leider auch schon erlebt, ist, dass es quasi so Spezialisten gibt, das bin dann in dem Fall auch ich gewesen, die dieses Know-how haben an BIM. Und für die anderen ist es so, ja, wie soll ich sagen, so ein böhmisches Dorf heißt so schön in der Redewendung. Also ich habe ein Planerteam von 10 Architekten jetzt wegen mir zum Beispiel. Und ich habe aber nur einen, der sich dann damit auskennt. Und auf dem ja, lastet diese ganze Verantwortung. Wenn der quasi krank ist oder im Urlaub oder so, dann bricht dieses ganze Konstrukt zusammen. Das sollte natürlich nie der Fall sein, sondern man muss immer gucken, von jeder Seite, von Planerseite, von Bauherrenseite und auch von Koordinatorenseite, dass man Redundanzen bildet. Also es ist klar, dass nicht jeder gleich tief in dem Projekt drin steckt und es gibt immer heißere Phasen, wo der eine dann mehr Wissen hat als der andere und so, das ist keine Frage und das halte ich auch für legitim, das war bei der konventionellen Planung auch so. Aber was nicht passieren darf, ist, wenn irgendwie eine E-Mail reinkommt an ein komplettes Planungsteam, die eine Projekt-E-Mail-Adresse haben, also mit einem größeren Verteiler und da steht oben in der Betreffzeile BIM und dann alle sagen so, ah ja, okay, geht mich nichts an, dann müssen wir warten, bis Person XY aus dem Urlaub zurück ist und dann können wir erst darüber sprechen. Das ist, halte ich für ganz arg schwierig. Also so eine gewisse Grundkenntnis, also wir schulen zum Beispiel bei uns bei Dresden Sommer auch die Projektmanager, die ja gar nichts mit der Thematik zu tun haben, dass sie zumindest so, ich sag mal, eine Viertelstunde oder 20 Minuten einen Vortrag über BIM halten können, dass sie die Grundkenntnisse wissen, dass sie wissen, dass es keine Software ist, wo ich in den Laden gehe und sage, ich hätte gerne mal einmal BIM geschnitten, sondern dass es eben eine Methodik ist, die sehr viel Umdenken erfordert, die ja, Prozesse umstrukturieren erfordert und. Und dass jeder diese Grundkenntnisse besitzt, dass der oberste Chef von dem Planer oder so jetzt nicht voll drin ist in der Thematik, das sei mal dahingestellt. Aber wenn er nachher in der Planungsbesprechung sitzt und als Repräsentant für sein Büro da auftritt, dann sollte er zumindest eine gewisse Grundkenntnis besitzen, meiner Meinung nach. Und das wird leider sehr oft falsch gemacht. Und was auch falsch gemacht wird, Entschuldigung, jetzt komme ich wieder ein bisschen ins Reden, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, ja. Dass diese Ergebnisse aus den Kollisionsprüfungen ungefiltert, also 1:1 einfach rausgegeben werden an den Bauherrn. Ich nehme jetzt Nevisworks zum Beispiel als Beispiel und ich mache meine Kollisionsprüfung und da kommt raus, es sind 12.000 Kollisionen aufgetreten und ich nehme diesen Prüfbericht und gebe den an meinen Planer und sage, das habt ihr jetzt davon, die arbeitet ihr bitte ab, bis zum nächsten Mal hätte ich gern 0 Kollisionen. Das kann nicht sein. Das ist unsere Verantwortung, vor allem als BIM-Gesamtkoordinator, das zu filtern nach Relevanz, nach Sinnhaftigkeit vor allem, weil es gibt einfach viele, also ein konkretes Beispiel, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, Entschuldigung, aber ich fasse mich kurz. Ja. Sprinklerleitungen und Gipskartonwände werden immer Kollisionen verursachen, weil in der Regel dieses Röhrchen von der Sprinklerleitung keinen Durchbruch in der Gipskartonwand auslösen wird. Ich werde keine Durchbruchsangabe machen, nur damit die Sprinklerleitung irgendwie da durchgeht. Also ist diese separat zu betrachten einfach bei einer Kollisionsprüfung. Und da ist auch wichtig vom Verständnis, also wenn ich jetzt gerade Sprinklerleitung und Gipskartonwand nehme, die hat einen Eintrittspunkt in die Wand und einen Austrittspunkt aus der Wand. Es sind also schon für die eine Wand 2 Kollisionen. Wenn ich das auf das gesamte Geschoss hochrechne, mit wie viel Gipskartonwänden diese Sprinklerleitung kollidiert, bin ich in der Regel bei ein paar hundert. Und wenn ich das dann auf das Gebäude hochrechne, die ganzen Geschosse, dann habe ich wegen mir 4.000 und diese nur für diese eine Thematik. Und da ist es meine Pflicht und Verantwortung als BIM-Gesamtkoordinator oder als derjenige, der diese Qualitätsprüfung macht, zu sagen, ein Punkt, wir haben diverse Kollisionen, Gipskartonwände mit Sprinklerleitung. Ist das jetzt gerade relevant? Ja oder nein? Und nicht einen Prüfbericht rauszugeben und zu sagen, so, wir haben jetzt nochmal 4.000 Kollisionen. Was ist denn das für eine bescheidene Qualität von eurem Modell? Was ich leider schon erlebt habe und was tatsächlich so praktiziert wird. Und das ist sehr, sehr schwierig und schade. Also da muss eine Sensibilisierung stattfinden, auch auf der Exekutive, sage ich mal, auf der Seite der Leute, die das tatsächlich dann nachher praktizieren, weil
die müssen sich dann, also auch die Planer müssen sich dann dagegen wehren und sagen so, ja, wir haben es kapiert, die Tür hat die falsche Höhe, die ist jetzt nicht mehr 2,13,5, sondern 2,1. Du kannst mir die Tür 100-mal zeigen, aber wenn das jedes Mal das gleiche Problem ist, dann sag mir doch bitte, wir müssen die Türhöhen im Geschoss, im dritten OG einfach einheitlich anpassen. Dann ist das Thema erledigt. Mhm. Und da macht man sehr, sehr viel unnötige Schleifen, die Effizienzeinbußen einfach verursachen. Und ja, das ist schade. Ja. So, jetzt nochmal die Kommunikation, nochmal so wichtig. Ne? Ja, genau. Immer. Und lass uns dann so vorstellen, wir würden ein Projekt gemeinsam arbeiten. Erzähl uns, wie würde sowas ablaufen? Wie können Architekten sowas vorstellen? Wir kommen zu euch. Ich bin vielleicht die Architektin und da haben wir noch einen Bauherrn. Wie entsteht so ein Projekt? Wie starten wir? Was sind die wichtigsten Punkte, besonders so da am Anfang, was wir besprechen werden über das Projekt? Ja, also die wichtigsten Punkte sind letztendlich die Rahmenbedingungen. Erstmal muss ich klären, und das würde ich tatsächlich im Vorfeld ohne die Planer klären, was will der Bauherr überhaupt? Ich würde ein erstes Gespräch mit dem Bauherrn führen und sagen, okay, du willst BIM, schön und gut. Was sind deine Rahmenbedingungen? Was möchtest du damit erreichen? Was bist du bereit zu investieren? Wen hast du auf deiner Seite zur Verfügung, der für mich als Ansprechpartner funktioniert oder fungiert? Und lauter solche Themenpunkte. Wenn ich das geklärt habe und wenn ich weiß, zum Beispiel, der Bauherr möchte, BIM ist ja nicht gleich BIM, sondern BIM gibt unterschiedliche Level. Also BIM Level 0 bis Level 3, das wissen die meisten schon gar nicht, sondern sie denken, BIM ja oder nein ist quasi eine Checkbox. Das ist nicht der Fall. BIM Level 0 wäre die 2D-Zeichnung und die 3D-Modellierung. Das können die meisten Büros bei den größeren Projekten zumindest vorweisen, schon ohnehin. Also sie können schon mal BIM machen. Das ist für sie gar nicht so ein großer Schritt, um überhaupt BIM gewährleisten zu können. BIM Level 1 ist diese Modellkoordination letztendlich. Also dass du deine 3D-Modelle auch verwendest und damit diese Kollisionsprüfung machst. Auch das ist möglich, bloß da muss man diese ganzen Rahmenbedingungen einfach abstecken. Da braucht man halt gewisse Voraussetzungen, die Teilmodelle erfüllen müssen, damit diese dementsprechend koordiniert werden können oder geprüft werden können. Und dann ab dem BIM Level 2, da wird es dann spannend, da geht es dann um Kosten, Mengen, Terminablauf etc. pp. Und BIM Level 3 ist dann absolutes High-End, da hat dann mein Bauherr schon sehr konkrete Vorgaben mit Namenskonventionen, mit Bauteilbenennungen und das wird dann alles vorgegeben und das dieses Gesamtkoordinationsmodell, das muss nachher diese ganzen Qualitätsansprüche erfüllen. Und das ist dann schon ein sehr, sehr hoher Anspruch. Und je nachdem, welches Level von denen bedient werden soll und wie die Vorstellungen meines Bauherrn aussehen, muss ich dann auch dementsprechend mit dir dann als Architekt und generell mit den Fachplanern überlegen, wie wir das implementieren können. Also ich habe nicht die Paradelösung, die ich aus der Schublade ziehen kann, die überall passt, wo ich sagen kann, ah, okay, alles klar, das ist Anwendung B, so machen wir das und jetzt überweist mir bitte 50.000 Euro, weil ich bin jetzt euer BIM-Manager. Das funktioniert nicht, sondern das muss jedes Mal individuell in dem jeweiligen Projekt angepasst werden. Natürlich haben wir ein gewisses Grundkonstrukt, das wir nehmen können, aber wir müssen dann dementsprechend individualisieren an dieses Projekt, das eben angleichen. Und dementsprechend würde dann, wir nennen das ein BIM-Kick-Off stattfinden, mit Planern, also mit den Fachplanern, unter anderem auch mit dir, mit dem Architekten, teilweise auch mit dem Architekten erstmal alleine, je nachdem, welche Funktion er hat. Wenn er als Generalplaner eben beauftragt ist oder so, dann hat er nochmal andere Ansprüche. Dann würde ich zuerst mit dem Architekten sprechen, was er denn erreichen will und dann die Planer einen Tisch holen. Wenn es das nicht ist und alle den gleichen Stellenwert haben, sage ich mal, dann würde ich alle Planer an einen Tisch holen. Dann würde ich denen vorstellen, was der Bauherr erwartet, also was er sich wünscht. Eine erste grobe BIM-Strategie entwickeln, wie wir uns das als BIM-Manager oder als Projektsteuerer dann vorstellen, wie wir das umsetzen können, wie wir die Methodik BIM in dem konkreten Projekt implementieren können. Und dann würde tatsächlich die BIM-Strategie konkretisiert werden mit meinen Fachplanern und mit dir auch.
um dann eben zu klären, ja, okay, wie sieht es jetzt bei euch aus? Habt ihr Schulungsbedarf? Habt ihr die Software? Wie funktioniert das mit dem Datenaustausch etc. pp. Und wenn wir das festgelegt haben, dann ist ein Teil der BIM-Strategie, dass wir einen Testdatenaustausch machen, erstmal nur mit kleinen, übersichtlichen Teilmodellen, wo solche Sachen wie Nullpunkt zum Beispiel festgelegt wurden im Vorfeld, wo wir dann gucken, ob das passt, wenn wir diese Teilmodelle zusammenspielen, ob die deckungsgleich übereinander liegen, deckungs- und lagerichtig übereinander liegen. Und dann würden wir starten. Also dann würde jeder in seiner Disziplin irgendwie starten. Gegebenenfalls gäbe es dann eben Schulungen oder was auch immer. Genau, und dann ist es einfach ein Prozess. Das muss man einfach verstehen, dass es nicht von Anfang an auf Knopfdruck perfekt läuft, sondern dass man sich da auch ein Stück weit annähert. Das ist ja bei jedem neuen Projekt so, unabhängig von der BIM-Methodik. Wenn ich mit neuen Planern zu tun habe, muss ich die auch erstmal kennenlernen. Da setzen wir uns zusammen an einen Tisch und ich erzähle denen ein bisschen was von meinem Werdegang und ja, wie ich mir die ganze Geschichte vorstelle, und die erzählen mir das auch. Und dann nähern wir uns so langsam an. Und so ist es in dem BIM-Projekt letztendlich auch, nur dass wir dann halt andere Werkzeuge auch zur Verfügung haben, die wir tatsächlich nutzen können, teilweise auch in Echtzeit nutzen können und so. Und da findet dann die Sensibilisierung dementsprechend statt, ja. Und wie ist, also so wie du auch vorhin erwähnt hast, da gibt es vielleicht, sagen wir, 10-12% laut Bundesarchitektenkammer der Architekten haben heute Erfahrung im Bereich 3D, BIM. Die meisten Architekten dann nicht. Wie ist das, wenn wir sagen, okay, wir haben das Projekt hier zusammen und ich habe es jetzt nur in 2D geplant. Geht sowas und wie kann sowas dann funktionieren? Geht oder welche Anforderungen stellt ihr an Architekten? Unser Vorteil jetzt als neutraler Projektsteuerer, sage ich mal, ist tatsächlich, dass wir nicht vorgeben, mit welcher Software zu arbeiten ist. Also bei vielen BIM-Projekten oder auch bei Wettbewerben oder so teilweise steht drin, ist in Revit Version 2017 oder wegen mir 2019 gibt es ja mittlerweile, abzuwickeln. Und das ist für viele ein Ausschlusskriterium, weil sie das eben nicht haben, weil sie es nicht investieren wollen, weil was auch immer. Das machen wir nicht. Also wir versuchen immer ein individuelles Konzept zu erarbeiten, damit jeder Planer sich auch wiederfindet und sagt, okay, es macht auch für ihn Sinn letztendlich. Und das, ja, das hat auch zur Folge, dass wir eben nicht vorgeben, welche Projektsoftware verwendet werden muss. Und das kann auch dazu führen oder hat schon dazu geführt, auch in der Vergangenheit, dass diejenigen noch gar nicht in 3D unterwegs sind. Natürlich gibt es das, diesen Fall. Dann brauchst du halt dementsprechend eine intensivere Schulung, aber oftmals funktioniert das sogar besser, weil du viele Fehler, die einfach also unterbewusst entstehen oder auch aufgrund von Betriebsblindheit oder falschen Schulungsprogrammen oder was auch immer, die dann nicht ausmerzen musst, sondern du kannst halt von Anfang an, das muss auch gar nicht sein, dass wir diese Schulung übernehmen. Wir haben da auch externe Partner, mit denen wir teilweise zusammenarbeiten, die das dann für uns übernehmen. Teilweise machen es die Planer auch selbst, intern, haben wir auch nicht in der Hand, dann ist es so. Letztendlich muss halt die Qualität stimmen. Aber wenn du als Team, also wenn du ein bereits bestehendes Projektteam hast und die miteinander eingespielt sind, dann ist die 3D-Modellierung oder die BIM-Methodik das Letzte, woran die scheitern werden, meiner Meinung nach. Weil auch da kommt die Kommunikation wieder zum Tragen und dieses Miteinander-Lernen, das pusht auch ungemein. Also wenn du einfach deine Fortschritte siehst von deinem ersten, wo du denkst so, ich habe jetzt noch im Kopf, wie das in der 2D-Planung in der Welt aussah oder beim letzten Projekt oder so, zu dem Schritt, wenn du das erste Mal dein eigenes 3D-Modell hast und den Grundriss daraus generieren kannst, die Ansichten daraus generieren kannst, die Türliste daraus generieren kannst, einfach nur vom Prinzip, noch gar nicht von der Anwendung nachher tatsächlich in der Praxis, sondern nur vom Prinzip, wie es funktioniert in der Modellsoftware, dann ist es ein riesen Motivationsschub in der Regel, weil die Leute feststellen, oh, das macht das sogar richtig Spaß. Mhm. Ich habe mich die ganze Zeit davor gescheut, also eins der vielen Argumente ist ja immer, ich bin zu alt, ich will sowas jetzt nicht mehr lernen,
Projektleiter seit 20 Jahren und was muss ich mich jetzt schon wieder irgendwie so ein neuer Modetrend und was muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Also meine Erfahrung zeigt, dass die Leute in der Regel sogar mit am meisten Spaß daran hatten, weil sie halt diese Projekterfahrung haben. Sie haben eine konkrete Vorstellung, sie haben auch einen hohen Anspruch und sie sind nach wie vor wahrscheinlich sogar skeptisch. Also sie werden vieles kritisieren und sagen, ja, warum geht das jetzt noch nicht? Das geht aber, früher ging das immer so und so und das haben wir schon immer so gemacht. Und aber nachher, wenn sie wirklich dieses Spielerische aufbringen und diese Neugier und diese Interesse da bekunden, dann geht der Rest von alleine tatsächlich. Also das funktioniert und da sollte sich keiner scheuen. Und was auch ein sehr häufiges Argument ist, dass die Büros nicht groß genug sind. Auch das ist totaler Quatsch. In Dänemark wird jede Hundehütte in BIM geplant. Das hat nichts damit zu tun, dass es der Berliner Flughafen sein muss oder Stuttgart 21 oder so, sondern gerade bei den kleinen Büros, ich habe jetzt bei vielen von den Vorträgen, bei denen ich schon seit Jahren irgendwie teilnehme, Schreinereien oder sowas mittlerweile kennengelernt, die jetzt gar nicht klassisch als Fachplaner in einem Projekt beauftragt sind, aber die ihre komplette Produktion und so alles nachher aus dem Modell generieren. Und die haben ein BIM-Modell. Sie haben diese ganzen Informationen verknüpft mit den einzelnen Bauteilen und sie haben das soweit für sich selber, und nicht weil der Bauherr das gefordert hat, sondern nur für sich selber, weil sie erkannt haben, dass es eine Effizienzsteigerung ist, wenn sie für sich selber die Produktion aus dem Modell generieren können. Die drücken nachher wirklich nur noch auf den Knopf und das geht direkt, diese Datei geht an die CNC-Fräse, die liest das aus, die schneidet die ganzen Balken dementsprechend zurecht und so weiter. Und das wird schon so praktiziert. Also das sind jetzt keine Storys irgendwie aus einem Science-Fiction-Roman oder so, sondern da gibt es kleine Unternehmen, die das für sich erkannt haben, einfach diese Riesenchance. Also ich höre dann ein bisschen so, dass eigentlich sollte der Architekt sich dafür interessieren, weil er erstmal er selber die größten Vorteile daraus erzielen kann und weil ein Bauherr das verlangt, oder? Ja, definitiv, ja. Das ist auch meine Meinung, ja. Das ist genau der Ansatz. Also ich würde sogar umdrehen und alle Architekten dazu ermutigen und sagen, sie sollen darüber nachdenken, welche Prozesse sie in ihrem Büro tatsächlich automatisieren können, was für Prozesse sie haben, die sie gern abgewickelt hätten, für die sie vielleicht noch keine Lösung haben oder so, aber sich einfach mal hinsetzen mit einem Blatt Papier und überlegen, was will ich erreichen und dann überlegen, ob man das im BIM-Modell erreichen kann und wenn im BIM-Modell, dann gegebenenfalls, wie man das erreichen kann. Und dafür sind ja so Fachleute wie du oder auch wie ich oder diverse andere BIM-Fachleute extra da, die da Rede und Antwort einfach stehen können, von ihren Erfahrungen berichten können und. Weil letztendlich geht es ja darum, also klar, muss man das wirtschaftlich betrachten. Mein Chef wird natürlich sagen, wenn du da berätst, dann schreibst du die Stunden aber auch auf und so. Das ist klar, das ist keine Frage, aber das ist alles in Maßen und den Aufwand, den man da betreiben muss, um Riesenchancen einfach zu generieren für sich selbst, der ist sehr, sehr klein zu bewerten, meiner Meinung nach. Also, ja. Ja, super. Wir kommen so langsam zu den Schlussfragen. Ich finde es sehr interessant immer, was jeder hier im Interview zu den unterschiedlichen Punkten sagt. Vielleicht einen Punkt, einen Fehler, den du auf dem Weg gemacht hast, was du an anderen als gleich von vornherein als Tipp geben kann, damit anderen auch nicht dadurch gehen müssen. Also ich habe auf jeden Fall einen Fehler gemacht, aber das war den Umständen geschuldet in dem Büro. Das war sehr frustrierend und hat mich letztendlich dann auch weitergetrieben. Wir haben die Werkplanung in 2D generiert. Also es war ein großes Planerteam, über 10 Leute, die eine Werkplanung in 2D generiert haben. Und ich habe quasi parallel, am Anfang noch alleine und nachher in einem sehr viel kleineren Team, ein 3D-Modell generiert, weil das der Bauherr so gefordert hat. Und das ist an Ineffizienz kaum zu übertreffen, weil es einfach sehr, sehr viele Fehlerquellen birgt, Redundanzen, die abgebildet werden müssen. Erklärungswünsche auf Bauherrenseiten, warum irgendwas in dem Modell nicht drin gewesen ist, was in irgendwelchen Plänen drin ist und so weiter. Das sollte man tunlichst vermeiden. Also wenn man sich für die BIM-Methodik entscheidet, dann sollte man die auch konsequent durchziehen. Es
Ich bin so ehrlich und sage, es lässt sich nicht alles aus dem Modell generieren. Also sicherlich wird es bei Details zum Beispiel Anpassungspunkte geben, wo ich auch 2D-Linien nachziehen muss, Beschriftung manuell setzen muss, etc. pp. Das ist so. Also es wird nicht alles aus dem Modell kommen. Soweit sind wir tatsächlich noch nicht. Aber ich sag mal, 90-95% aller Anforderungen, die der Bauherr hat, die können wir auch mit der BIM-Methodik abwickeln und auch aus dem Modell dann eben generieren. Und wenn man das machen möchte, dann sollte man das tatsächlich tun und nicht nur die ganze Zeit davon erzählen. Mhm. Also es gibt sehr viele Leute, die draußen rumrennen und sagen, sie machen BIM. Ja, wenn man jetzt eben als BIM nachher BIM Level 1 nimmt, die 3D-Modellkoordination oder generell das 3D-Modellieren, dann ist es richtig oder dann mag das so sein. Aber diesen wirklichen Mehrwert von BIM-Projekten, den die als Referenzen vorweisen, sie hätten schon 10 oder 20 Projekte gemacht oder so, der ist in der Regel nicht vorhanden. Und das merkt man ziemlich schnell, wenn man mit denen an einem Tisch sitzt und dann auch unangenehmere Fragen stellt. Also konkrete Prozessabläufe zum Beispiel oder so, da sind die meisten dann blank. Mhm, ja. Ja, dafür seid ihr dann auch da. Ja, unter anderem, ja. Okay. Ja, und wenn wir sagen würden, alles, was du bis jetzt gemacht hast, alle deine Daten werden auf einmal gelöscht, die wären nicht mal vorhanden und du müsstest nochmal neu anfangen. Was würdest du heute anders machen? Ohne die Methodik oder mit der Methodik? Mit der Methodik. Ja, also meine Erfahrung, das kam ja jetzt wahrscheinlich in dem Gespräch schon ein paar Mal durch, ich so früh wie möglich einsteigen. Ich würde so früh wie möglich versuchen, die anderen an einen Tisch zu holen und nicht in der eigenen Betriebsblindheit irgendwie blind loszurennen und zu sagen, so ja, wir machen das jetzt ohne Sinn und Verstand, sondern einfach überlegen, wie man das Schritt für Schritt umsetzen kann und was tatsächlich auch sinnvoll ist davon. Also nur, weil es technisch machbar ist, irgendwelche Studien oder Analysen, Simulationen, sonst irgendwas zu machen, heißt es noch nicht, dass es das richtige Mittel ist für mein Projekt. Also man sollte das immer hinterfragen, das ist ganz arg wichtig, die Sinnhaftigkeit hinterfragen der einzelnen Schritte und dann sich auch die Meinung von den anderen anhören und nicht nur anhören im Sinne von, ja, habe ich gehört, aber lege ich keinen Wert drauf, sondern man will ja zusammen zu einem Ziel kommen und man sollte sich das anhören, was die Bedürfnisse auch sind von den restlichen Planungsbeteiligten. Und dann findet man in der Regel auch eine vernünftige Lösung, wie man das umsetzen kann. Mhm. Ja. Ja, super. Ja, sehr, sehr gut. Und welcher wäre dein wichtigster Tipp, was du an Architekten geben würdest, die sagen, ja, super, wir starten jetzt mit BIM. Was ist dein größter Tipp? Mittlerweile gibt es echt viel gute Fachliteratur. Also vor ein paar Jahren war das noch extrem schwierig, da ging das nur auf Englisch oder so. Ich habe mir jetzt erst ein Buch gekauft, ich will jetzt eigentlich keine große Werbung machen, aber das ist vom Beuth Verlag, das heißt der BIM-Manager. Und da geht es eben um die konkrete Aufgabenstellung des BIM-Managers und zwar nicht nur in so einem Projektorganigramm, wo seine Aufgabe, so wie ich die vorhin beschrieben habe, in 3 Schritten erklärt wird, sondern auch über das komplette Projekt hinweg. Und es gibt sehr viel gute Literatur und auch viele Fachleute glücklicherweise, die sich über diverse Medien austauschen, ob das jetzt so ein Podcast sei wie hier. Viele Messen, in Stuttgart zum Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen, ist der BIM-Cluster. Da bin ich seit dem ersten BIM-Cluster bin ich dabei. Die letzten 2 konnte ich leider nicht besuchen, weil es terminlich einfach nicht ging. Aber diese Veranstaltung, ich glaube, jetzt mittlerweile kostet es sogar was, aber vorher war es kostenlos, war dann bei der Architektenkammer in der Regel oder bei irgendwelchen anderen Veranstaltern. Man kann sich da auf sehr einfache Weise aufschlauen. Und diese Chance sollte man sich selbst nicht nehmen. Mhm. Ja. Also, weil es gibt einfach viele Meinungen da draußen. Also gerade wenn es jetzt darum geht, um die Definition von BIM, habe ich letztens bei einem Fachplaner gelesen, bis bald im Modell ist auch eine Definition von BIM. Ja, aber da gehen die Meinungen halt auseinander und bevor ich mir so einen Projektsteuerer nehme, wie jetzt eben Dresden Sommer einer ist oder so, sollte ich zumindest so eine gewisse Grundkenntnis haben,
ja, von der Nomenklatur, dass ich einfach weiß, was die Begriffe bedeuten, dann mir einfach darüber im Klaren werden, was ich tatsächlich möchte für mich, für mein Projekt, für das gesamte Büro. Und das nicht nur jetzt in dem Augenblick, sondern auch perspektivisch gesehen. Also was will ich in den nächsten 5 Jahren erreichen oder so? Wo wollen wir hin? Ja, so wie man das für ein Büro normalerweise mit so einer Präambel irgendwie abbildet, so kann man das auch für die BIM-Methodik abbilden oder generell für Digitalisierungsprozesse. Da gehört ja noch sehr viel mehr dazu. Ja, genau. Und dann einfach hinsetzen und mit jemand austauschen, der davon Ahnung hat. Mhm. Ja, ja, sehr schön. Ja. Wenn wir uns ein bisschen so weit voraus in Zukunft blicken, wo glaubst du, dass die Baubranche hier in Deutschland, Österreich, in der Schweiz stehen wird in 10 Jahren? Was wird es nicht mehr geben bei einer Planung oder bei der Baustelle? Und was wird so neu hinzukommen? Wie werden wir arbeiten? Also gerade, wenn das Thema Baustelle fällt, darüber könnte ich alleine irgendwie, auch wenn ich nicht so die Baustellenerfahrung habe, aber im BIM-Bereich geht da halt einfach extrem viel, da könnte ich alleine eine Stunde referieren. Also die Bauablaufsimulation zum Beispiel, wenn du einfach dein 3D-Modell mit einem Terminplan verknüpfen kannst, Soll-Ist-Vergleiche machen kannst mit diversen Tools und so, das ist schon eine sehr schicke Sache. Also BIM auf der Baustelle nennt sich BIM-to-Field zum Beispiel. Das ist Wahnsinn, was da mittlerweile alles geht. Also mit AR und VR, also Augmented Reality und Virtual Reality, mit diesen schicken Brillen, die immer geschmeidiger werden und immer mehr Kapazität und Potenzial haben einfach und so. Das ist schon Wahnsinn, was da mittlerweile machbar ist. Also wir haben bei uns in einer Masterpräsentation gibt es so ein Video von einem Roboter, der ist ein 3D-Drucker. Und der baut eine Fabrikhalle von 2000 Quadratmetern in 8 Tagen auf, komplett. Also die druckt er aus. Und wenn man sich das einfach mal zu Gemüte führt, oder es gibt einen Brickstone-Roboter, der einen Pflasterbelag von einer Straße, ist hauptsächlich in Amsterdam zugegen, aber wird auch woanders sicherlich eingesetzt, in China oder so ganz bestimmt, der pflastert dir einen kompletten Straßenzug innerhalb von einem Tag oder so. Das ist auf der einen Seite erschreckend, weil man sich natürlich denkt, oh Gott, was passiert mit den ganzen Menschen, die das sonst irgendwie machen? Da gehen doch Arbeitsplätze verloren. Aber ich finde, man sollte es auch als Chance sehen und man sollte daraufhin nicht scheuen, diese Technologien zu verwenden oder sich zumindest damit auseinanderzusetzen einfach, weil da geht extrem viel und da wird noch sehr, sehr viel mehr gehen. Also ich werde mich jetzt spezialisieren bei Dresden Sommer in dem Bereich Lean Construction Management. Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke wird bei BIM auch sehr groß geschrieben. Und diese Scrumboards nennt sich das, wo man diese einzelnen Prozessabläufe mit so Karten an der Wand dann eben heutzutage noch praktiziert. Das wird sicherlich alles digitalisiert werden. Oder als weiteres konkretes Beispiel in Dänemark ist es, glaube ich, oder Norwegen, ich glaube in Dänemark, gibt es dieses Baugenehmigungsverfahren, das findet anhand von einem Modell statt. Also man gibt quasi ein Modell ab und das wird durch diverse Prüfläufe, werden dadurch laufen und diverse Kriterien werden im Vorfeld festgelegt. Und wenn es diese Kriterien erfüllt, dann hat es nachher einen grünen Haken und es wird zur Baugenehmigung freigegeben. Und das ist hier noch nicht so richtig denkbar, weil die Bürokratie in Deutschland einfach viel zu fest verankert ist. Aber der Weg wird dorthin gehen, da bin ich felsenfest von überzeugt und da geht jetzt schon sehr, sehr viel und sehr, sehr viel mehr, als wir das praktizieren. Aber wenn die Leute das praktizieren würden, was wir momentan so machen, dann wäre ich schon sehr viel glücklicher und würde noch optimistischer in die Zukunft blicken. Ja. Ja, okay, sehr schön. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch einen Punkt hinzufügen? Hast du eine Message? Ja, meine Message ist... einfach machen. Macht, praktiziert BIM, startet eure Pilotprojekte, nehmt euch irgendwelche kleineren Projekte am Anfang vielleicht, setzt euch mit jemandem zusammen, der davon Ahnung hat und legt los. Es lohnt sich. Super, sehr schön, ja. Und wenn ein Architekten, Bauherrn das zuschaut und gerne mit dir, mit euch zusammenarbeiten würde, sich austauschen, eine Beratung braucht, wie kann er Kontakt mit dir aufnehmen? Also entweder über die Dresden Sommer Homepage, dreso.com,
Da gibt es einen eigenen Themenbereich, BIM bzw. BIM Solutions, weil wir sind ein größeres Team, wir sind über 20 Leute, haben über 50 aktuelle BIM-Projekte. Und da findet man mich auf jeden Fall auf dieser Seite oder direkt per E-Mail dirk.holzmann@dreso.com. Dann, wenn die Flut nicht so sehr groß sein sollte, dann werde ich das noch persönlich bearbeiten. Ansonsten gebe ich nochmal Rückmeldung. Aber ich bin tatsächlich über Mail immer am besten zu erreichen und einen kurzen Einzeiler oder so kann ich auf jeden Fall zurückschreiben. Die Zeit nehme ich mir. Und wenn das dann konkret werden sollte oder so, dann nehme ich mir natürlich auch gerne mehr Zeit. Ja, super, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall hier deinen Kontakt auch verlinken. Super, danke. Und danke, dass du hier Zeit genommen hast. Ich bin sehr inspiriert, nehme sehr viel Energie aus dem Gespräch mit. So soll es sein. Genau. Ich hoffe, die anderen haben auch einiges mitgenommen, gelernt von dir, sich von dir inspiriert lassen, von deiner Arbeit und wie du das ganze Thema BIM siehst. Finde ich sehr, sehr schön. Und an allen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich hier auf eine positive Bewertung auf dem Podcast oder ein Like auf YouTube und teile sehr gerne mit euren Freunden weiter, mit euren Kollegen. So hilft ihr mir auch, mehr Menschen hier, mehr Architekten zu erreichen und für BIM zu begeistern. Also herzliche Grüße an alle, einen schönen Tag. Ciao, ciao. Ciao, Dirk. Tschüss.